Neuer Tag, neues Glück. Ein Bild, ein Zuguss, das Pferd. Ich mache noch schnell die Snaps für den Mittwoch. Ich glaube, das ist der 27. September. Also ich produziere ja diese Snaps einfach so nebenher, gell? Im besten Fall habe ich eine vage Idee, was ich gerne machen möchte oder welche Frage ich klären möchte, mir selber erklären. Und heute möchte ich über dieses Format nachdenken. Also ich meine, das wäre ja viel besser so, gell? Aber dieses Format, dieses Hochkant, also darüber möchte ich gerne. Das Breitbild ist ja eher das, wie wir durchs Leben gehen. So, ne? Also wie unsere Augen angeordnet sind halt. Dieses Format, das Hochkantformat, es ist ähnlich wie das alte 35mm Format 3:4. Es ist kein... Also eben mit Samir habe ich ja dann noch... Also auf Social Media bin ich eigentlich immer SMS 2 SMS. Also gut, seine Hinweise muss ich ja jetzt hier nicht wiederholen, aber schauen wir einfach hier noch einmal zu. Das ist eigentlich das Breitbild. Und dann, wenn man das anschaut, ist es also so, dieser kleine Ausschnitt hier. Oder eben hier noch einmal. Oh, muss ich fast weiter weg. Gell? Also da entstehen diese... Oh, korrespondiert natürlich extrem schön mit diesen vertikalen Spalten, die wir dann auch bei den Twitter-Timelines haben. Was ist das? Vertical. Also eben, Samir hat ja dann gesagt, wie sich das Breitbild ja insbesondere entwickelt hat, um sich abzusetzen vom Fernsehen, dass das Kino etwas kann, was eben Fernsehen nicht kann. Und jetzt könnte man sagen, Hochkant reagiert auf Massenmedien, auf Kino, auf Fernsehen und tut auch wieder etwas, was eben die nicht können. Das wäre ein erster Interpretationsansatz. Ich persönlich finde es immer schön, dass ich immer denke, das möchte ich sehen, ne? Da. Oder, ja. Ist doch egal. Ich sage nur, mein Gott, die Themen wären so geil. Da gäbe es so viel nachzudenken. Und was passiert heute? Wenn aber die Vorzeigeintellektuellen am Schauspielhaus Zürich daherkommen, dann beginnt es mit, in Zeiten, in denen auf Twitter Politik in 140 Zeichen gemacht wird, Lukas Bärfuss, Stefan Zweifel und Miriam Mekel setzen einen Gegenakzent mit Dialogen, die auf Zeit, Konzentration und Kontextualisierung gründen. Ich spreche mit Roger Schawinski und dann taumelte ich 2005 auf die Straßen von Berlin. Zweifel! Zweifel! Also gut, soweit. Gestern ja die Frage, du, woran erkennst du eigentlich, dass es Kunst ist? Im Namen des Ärgers, der Wut und des Heiligen Zorns geht ihn in Unruhe. Ah ja, falls du noch nicht abgestimmt hast. Wer hat gesagt, Internet hat keinen Zusatznutzen? Bärfuss, Zweifel, Mekel oder Schawinski? Anarschkonf. Sich auf die Bühne zu stellen und ein Gespräch faken und es dann Dialog nennen. Das ist Schaudenken. Schau! Ich denke, hui. Und was machst du, du Zuschauer? Bühne thematisierte einst sehr präzis. Hierarchie, Höhe, Rand, Unterschiede. Das Theater hat eben gerade dadurch Glaubwürdigkeit erreicht, weil sie gesagt hat, wir machen Theater, wir verkünden nicht die Wahrheit. Weil sich Theater an Massenmedien hängt, hat es keine Kraft mehr. Okay, das sind Onasch, Annie Hennings und Hugo Ball. Ich sage nur, Performance, Bühne. Bühne war fake und der Zusammenhang zu Hochkant ist jetzt, ist doch klar, es geht um die Form. Die Form, eine andere Form. Medienwechsel, Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer. Sprache vermittelte,
zwischen Menschen. Die Heilige Schrift ermöglichte die Loslösung aus der sozialen Klebrigkeit. Massenmedien eröffneten den Prozess zu Kritik. Und die vierte Bewegung ist wieder vertikal. Ich finde das einfach, einfach nur schön. Wenn alles in der Idealform der Unterscheidung, der Digitalisierung vorhanden ist, wenn also alles irgendwie verbunden werden kann oder in seiner Verbindung gezeigt werden kann, das ist die Herausforderung, an welcher wir arbeiten. Konstellatorische Kommunikation, N zu N. Tschüss!